zweite Tag in New York. Da an dieser Wand habe ich eben Fotos gemacht. Ich konnte die ersten Tage nicht filmen, weil ich super müde war und ich den Jetlag noch nicht überwunden habe. Aber das sieht jetzt anders aus. Und das ist mein Look. Es ist super warm. Ich habe vorhin noch mit meiner Mom telefoniert und sie meinte, es regnet einfach den ganzen Tag. Aber ja, wir schauen jetzt mal, was wir machen. So, ich bin jetzt gerade zwischen Little Italy und Chinatown, eigentlich gerade eher auf der Little Italy Seite. Es sind super viele Menschen, aber mir gefällt die Gegend richtig gut. Und super viele Shops zum Essen. Super viele Shops zum Essen. Und gleich wird hier erstmal die Gegend unsicher gemacht. Und ich habe mein geliebtes H&M-Kleid an, welches ich vorgestern gekauft habe. Und ich fühle mich stets ganz gut. Geht nicht, deswegen haben wir uns jetzt einen Platz gesucht. Richtig schön draußen hier in Little Italy bei Seymour's sind wir und jetzt was zu essen. Ich habe schon richtig Hunger. So, ich bin jetzt gerade am Times Square und die Gebäude sind so riesig. Es ist unfassbar. Ich bin richtig geflasht von diesen ganz riesigen Gebäuden. Wie groß die sind, wie riesig die sind. Das ist einfach nichts im Vergleich zu Deutschland, einfach gar nichts. So krass, ich bin schon so klein und ich fühle mich einfach noch kleiner. Das ist unnormal. Wir sind jetzt in der Nähe vom World Trade Center und hier. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich selbst nicht genau weiß, was das jetzt hier ist. Aber hier ist irgendwie eine Shopping Mall und extrem viel zu sehen. Das sieht mega krass aus. Ich zeig euch das mal. So. Baby, 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 baby
Victoria's Secret ist. Ich habe ja schon was gekauft, aber mal schauen. Vielleicht kaufe ich ja noch mal was. War. Also ich verstehe auch nicht Leute, die dann davor stehen und Fotos machen und lächeln, weil das ist für mich kein Grund, um zu lächeln. Das ist eher ein Grund, um traurig zu sein, um nachdenklich zu sein, was aus der Welt geworden ist, wie die Welt geworden ist. Ich stand hier, glaube ich, schon 2004 oder 2005, als ich mit meinem Vater und meinem Bruder hier in Amerika war. Da sah hier alles komplett anders aus, hat sich super krass gewandelt seitdem. Und ich finde, dass wir Menschen auch einfach aufwachen sollten, was eigentlich überhaupt gerade mit der Welt passiert, was um uns herum passiert, und einfach aufwachen und Nächstenliebe zeigen sollten und nicht zu viel Hass in sich schüren sollte, weil das bringt einem nicht weiter, das ist grauenvoll und einfach schlecht. Jetzt habe ich mir eine Pumpkin Spice Latte gegönnt. Ich liebe das hier am Herzen. Wir haben ja schon Herz, also konnte ich mir das jetzt auch kaufen. Und jetzt gehen wir nochmal in die Bahnstation, weil die so übelst fancy aussieht. Unmittelbar vor Madison Square Park und da ist auch schon die Schlange. Ich wollte eigentlich jetzt essen und nicht erst in einer halben Stunde oder in 10 Minuten, sondern jetzt. Jetzt muss ich erstmal warten. So ist mein Herz.
Happy Face, wenn ich gegessen habe. Wir haben jetzt aufgegessen und es war richtig lecker. Ich hatte den Hot Chicken Burger, den kann ich echt noch weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob es so kurze Zeit da ist oder immer, aber ich kann ihn richtig gut. Den kann ich euch wärmstens weiterempfehlen als Burger, keine Ahnung. So, wie ihr hinter mir sehen könnt, ist ja die Manhattan Bridge. Fail, also nicht fail, wie es aussieht, sondern fail, dass hier einfach so viele Menschen sind und man gar nicht richtig die Möglichkeit hat, Bilder zu machen. Aber ich habe es versucht. Mal schauen, was dabei rumgekommen ist. Und jetzt gleich geht es zur Probe. Geknackt. Ich habe einen sehr farbenfrohen Rock an. Und jetzt gehen wir was frühstücken im While We Are Young. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich habe richtig Hunger. Ich habe die letzte Nacht super schlecht gepennt. Eigentlich gar nicht. Ich war 4 Stunden wach. Weiter nach oben geht. Jedenfalls sind wir jetzt ein weiter oben auf der